So, liebe Leute, hier waren wir stehen geblieben und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Mafia 3. Ja, wir sind aus dem Tunnel rausgestiegen, nach der großenartigen Flucht mit gegen die Cops. Wir müssen hier weg, Lincoln. Und holen unseren Kumpel da. Sorry, falls ihr im Hintergrund das hört, das ist ein Hund, der oben bellt. Ich hoffe, das stört dich nicht soweit. Oh, schau dir diese Maps an. Ja, na, schön. Kleine, wie wär's mit uns zwei? Danny, leise, Mann. Man kann wirklich ihre Titten sehen? Oh, Mann, verdammt. Alter Schnauze, bevor sie uns wegen dir einkassieren. Ist so. Wir sollen ein Telefon finden. Mein verdammtes Gesicht. Stopp, verdammt nochmal, stopp! Leck mich, Drecksau! Gut, dass der weg ist. Alter. So. Mal gucken. Keine Zeugen bisher unten rechts. Das ist immer gut. Oh, ich muss mal gucken, wie richtig. Leg auf! Weg mit dem Telefon! Los! Ach, da ist uns. Lass ich mich nicht behandeln! So. Rufe Sammy an. Da. Haltet die Augen auf. Während er seinen Kollegen da immer kurz auf dem Arm hält. In der Scheiße, du musst uns helfen. Wo seid ihr? Genau neben der Parade. Danny ist verletzt. Ich kann dir keinen Wagen schicken, weil die Straßen gesperrt sind. Hör zu, an der Rückseite vom Friedhof ist ein Lebensmittelladen. Kannst du da hinkommen? Ja. Da wartet ein Wagen an der Laderampe. Und Lincoln, seid vorsichtig, hörst du? Ihr beide, du und Alice. Sind wir. Okay, geh jetzt zum Fluchtauto. Sammy schickt uns einen Wagen zum Lebensmittelladen, zur Laderampe. Gott schütze deinen Alten. Los, komm. So. Ah, wir müssen hier außen rum gehen. Das kommen wir an der Seite nicht durch. Vorsicht, du blöde Sau! Was ist denn hier für eine aufgeheizte Stimmung? Sitzt sie sich nur am Anpüppel? Ich dachte, so eine Parade wäre was Friedliches, aber scheinbar. Ja, nicht. So, die Frage ist. Geschissene Bullenschweine, mir zu erzählen, die Party sei vorbei. Ich bestimme, wann die Party vorbei ist. So. Wir erhalten zwar noch weitere Meldungen, doch wie es scheint, wurde die Bundesbank im Zentrum von New Bordeaux ausgeraubt. Quellen bei der Polizei berichten von mehreren getöteten Fachleuten. Die Täter seien mit einer Beute von mehreren Millionen Dollar entkommen. Ach, was? Scheiße, habt ihr gehört? Wir sind in den Nachrichten. Halt doch die Fresse! Wir müssen weiter! Handelt es sich um einen männlichen Schwarzen etwa 1,93 m? Mist, die haben das Boot gefunden! Bleib cool, Mann, ist noch nichts verloren. Eben, wollte gerade sagen, warum? Einfach mal so unauffällig wie möglich tun. Der Kollege hier ist so voll, der findet nie nach Hause. Hätte echt nicht so viel saufen sollen. Schluss mit dem Gezappel. Komm, wir gehen weiter. Bevor das irgendwie zu auffällig ist. Na super. Jetzt sollte ich versuchen, so unauffällig wie möglich zu gehen, machen. Um nicht irgendwie groß Aufsehen zu erregen. Und das war mit dem unauffällig. An alle verfügbaren Einheiten. Verdächtige du bist in der roten Polizeifahndungszone. Und die Cops werden erst schießen und dann Fragen stellen. Welch eine Überraschung. Wurde Polizei verfolgt. Du würdest abzeigen, verlasse das blinkende aktive die blinkende aktive Polizeifahndungszone oder versteck dich. Ja, versuchen. An alle Einheiten, Verdächtiger gesichtet. Einheiten vor Ort ermitteln. Scheiße. Ich glaube,
An alle verfügbaren Einheiten. Verdächtige Person zu Fuß gesichtet. Officer hat Verfolgung. Scheiße. Ich bin einverzogen. Ja gut, gegen 5. Scheiße, das war natürlich jetzt nicht die Glücksidee. Scheiße. Hey. Gut, dann mach ich jetzt. Scheiße! Na super, das war natürlich nicht die Idee. Na! Das Problem ist einfach. Ja. Ja, klasse. Das ist natürlich nicht die Idee. Ich kann ihn nicht abhauen, das ist das Problem. So. Jetzt verschwinden wir da durch. Zumindest haben wir erstmal. An alle Einheiten. Sichtkontakt zu Verdächtigem verloren. Fahndung in unmittelbarer Umgebung. Blaue Polizeizone. Du bist einige Verfolger losgeworden. Du bist jetzt einer blauen Polizeifahndungszone. Schau dir diese Fahndungszone auf der Minikarte an. Verhalte dich unauffällig, um die blaue Zone zu verlassen. Gab es da noch eine andere, komplette Kleinstadt, die die Westseite sozusagen eingeschlossen hatte? Klar. Ein paar Leute, die aussahen wie ich, kamen zu etwas Geld und haben hier, sehen wir da drüben nach. Eigentlich eine Schande. Da kann ich dir nur zustimmen, Sherry. Wir haben zwei Kinder. An alle Einheiten. Scheiße. Das war natürlich nicht die Idee. Ich dachte, ich könnte da entspannt durchgehen, aber irgendwie wollte er der nicht. Irgendwie schauen, was wir doch hingekriegt haben. Wo ist Georgie? Wir wurden getrennt. Zuvor hat er noch. Darf ich natürlich selber fahren, oder was? Steig ein! Verdächtige Person in Fahrzeug gesichtet. Ermittlung läuft. Officer vor Ort hat Verdächtigen gesichtet. Mit äußerster Vorsicht näher. So, jetzt verschwinde ich mal hier. Sofern es irgendwie möglich ist. Gut, dass ich ein bisschen Erfahrung habe im Flucht für Autofahren. Ich muss es nur auf die Reihe kriegen irgendwie. Ich weiß, dass wir drei Leute an der Backe haben momentan. Einfach gerade. An alle verfügbaren Einheiten. Verdächtiger wurde in Freund Verdun gesichtet. Na, warte mal. Ich muss mich. Ah, scheiße. Aber jetzt können wir zumindest ein bisschen wegkommen. Ich tue mein Bestes natürlich jetzt gerade, dass ich hier irgendwie ein bisschen entkomme. Ja, sicher sind wir noch nicht. Oh, Alter.
Wir müssen, jetzt müssen wir tatsächlich immer noch entkommen. Wir müssen irgendwie gucken, dass wir hier rauskommen, Tim. Ja, jetzt ist das Thema. Die jagen uns jetzt. Ja, verpiss dich von mir. Sorry, ich dachte mir, okay, wunderbar. Ah, Mann, hau ab! Scheiße. Wunderbar, aber ich glaube, wir haben sie gerade losgeworden. Wir sind sie nicht losgeworden, aber wir haben sie zumindest mal von wegen reduziert. Ha! Na, es war natürlich unklug da. Eben durchzugehen. Oh, hau doch ab mit deiner scheiß Möhre. Scheiße. Der Plan war, dass er da irgendwie in die Karre fährt von denen. Das ist natürlich nicht einfacher gerade. Ich habe 3 immer noch an der Backe. Achtung, alle Einheiten. Verdächtiger befindet sich in Barclay Scheiße, ich hab's immer noch. Ich dachte, ich wäre echt losgeworden. Nein, da bin ich natürlich nicht. Wir waren gerade dran. Ich krieg sie echt nicht an. Ich krieg sie nicht los, ne? So, einer schon mal weg. Das war der Plan an der Sache zumindest. So, der ist auch down. Zumindest weg. Und der Kollege auch. Wunderbar. So, lässt er mich jetzt in Ruhe oder was? Wie sieht das aus? Weil wir haben nur noch einen hinter uns. Scheiße, es sind wieder 2. Dann machen wir das gleich anders. Ja, hau ab von mir. Nein, das sind wieder alle 3. Leck mich doch, ich dachte, ich hätte ja weg gehabt.
So. Boah, ja, war mir klar. Sind immer noch dran an mir. Ich kotze gleich. An alle Einheiten im Fahndungsgebiet. Nicht Kontakt zu Verdächtigen verloren. So. Wenn wir hier lebend rauskommen, schlafe ich auf einem Bett aus Titten. Scheißegal, was es kostet. Aber wir sind raus. Wir haben sie. Ja, ja, Mann. Alles gut. Was für eine Lage. Ich wusste, dass wir es schaffen. Ich wusste es. Wir sind reich. So, öffne die Karte, um ein Ziel auszuwählen. Die Frage ist, wohin? Ja. So. Boah, dann haben wir das geschafft, sauber. Puh, was für eine Tour, liebe Leute. Nice. 8 Millionen. Oh, schade. Krasse Scheiße. Und so schnell kann es vermeintlichen Freunden Feinde werden.
Krasse Kacke, da muss man erstmal drauf klarkommen. Ja. Gut, dann würde ich sagen, machen wir mal Feierabend. Wir sind in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Mafia 3. Das muss man erstmal verdauen, was da jetzt gerade so passiert ist. Wie gesagt, Geld macht nicht unbedingt Freude. Entweder hat man hat ganz viele. Und aber meistens dann die falschen. Nur die wahren Freunde sind halt die, die einen auch in der Armut zur Seite gestanden haben. Naja, bis dann und tschüss.